Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Wiederwahl von Erdogan. Zahlreiche Regierungschefs haben dem türkischen Präsidenten zum Sieg bei der Stichwahl gratuliert und die Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit geäußert. Bundeskanzler Scholz lud Erdogan zum Antrittsbesuch nach Berlin ein. In der Türkei selbst fürchtet die Opposition, dass die Menschenrechte nun weiter eingeschränkt werden könnten. Erneut Unruhen im Norden Kosovos. Ethnische Serben lieferten sich Auseinandersetzungen mit der KFOR-Schutztruppe und der Polizei. Mindestens 30 Mitglieder der NATO-geführten Schutztruppe seien verletzt worden, hieß es von der Einheit. Auch unter den serbischen Demonstranten soll es Verletzte gegeben haben. Serbiens Verteidigungsminister Vucevic erklärte, er habe die Streitkräfte in höchste Gefechtsbereitschaft versetzt. Weitere Luftangriffe auf Kiew. Das ukrainische Militär hat gestern nach eigenen Angaben mehrere russische Raketen abgeschossen. Auch in der Nacht gab es in Kiew Luftalarm. Mehr als 20 Drohnen sollen zerstört worden sein. Durch Trümmerteile wurde nach Behördenangaben ein Mensch getötet. In diesem Monat wurden so viele Drohnen- und Raketenangriffe auf Kiew registriert wie noch nie seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Tarifkonflikt bei der Bahn. Heute wird eine Reaktion der Gewerkschaft EVG auf ein neues Angebot der Bahnkonzernspitze aus der vergangenen Woche erwartet. Beobachter rechnen damit, dass beide Seiten in den nächsten Tagen zu neuen Gesprächen zusammenkommen. Neue Warnstreiks bei der Bahn erscheinen derzeit eher unwahrscheinlich. China schickt 3 Taikonauten ins All. Sie sollen ihre Kollegen an Bord der chinesischen Raumstation Tiangong ablösen. Die Rakete startete vom Raumfahrtbahnhof in der Wüste Gobi. China hat Milliarden in sein Weltraumprogramm investiert, um zu den führenden Raumfahrtnationen USA und Russland aufzuschließen. Das Wetter: im Nordwesten dichtere Wolkenfelder, aber trocken. Quellwolken auch im Südosten mit einzelnen Schauern. Sonst meist sonnig bei 13 bis 27 Grad.